Willkommen in einem neuen Video von Bastler Garage. Heute Zahnriemenwechsel beim Volvo 58. So, der Zahnriemen befindet sich beim Volvo 58 auf der rechten Seite zur Fahrtrichtung. Und zunächst müssen wir hier den Reifen abbauen, dann die Verkleidung von dem Riemen und dann haben wir schon ein bisschen mehr Zugriff. Aber das gucken wir uns gleich an. Dabei, jetzt. Wir sind zum Ergebnis gekommen, wir werden den Zahnriemen heute nicht tauschen, weil der noch super gut aussieht. Wir haben vermutet, als wir das Auto gekauft haben, dass der bei 360.000 Kilometern gewechselt werden muss, laut Hersteller, weil jede 120.000 sollte der gemacht werden. 120, 240, 360. Der hat jetzt schon 363.000 und wir dachten, wir sollten den mal wechseln. Aber wir haben festgestellt, dass die Wasserpumpe von 2014 ist, dass der Riemen noch super sauber aussieht und dass alle Umlenkrollen keine Geräusche und sonst nichts von sich geben. Das bedeutet, der wurde 2014 gewechselt und somit haben wir uns jetzt einmal, weiß ich nicht, 150 Euro erspart. Dann können wir das Kit, den Kit, den wir uns besorgt haben, den wir uns gekauft haben, können wir es fürs nächste Mal benutzen, wenn der Wagen, ich sag mal, in 5 Jahren vielleicht 60.000, 70.000 fährt und dann machen wir sicherheitshalber nochmal einen Wechsel. Also ich würde sagen, bei 400.000 oder 420.000 können wir wechseln. Da wir mit dem Zahnriemen nicht weitergekommen sind und der noch sehr, sehr gut ist, haben wir ein zweites Problemchen, Auspuff. Hier sind die Verschallungen abgefallen. Der Auspuff gefällt uns einfach nicht. Wir bauen einfach einen etwas besseren ein und deswegen modifizieren wir die ganze Geschichte. So, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, tschüss.